Hallöchen, heute soll es ein letztes Mal um die Action Camps gehen. Ich will mal versuchen, so einen kleinen Vergleich zu wagen. Ihr werdet im Anschluss von dem Video hier dann noch ein paar Testvideos sehen. Ich habe beide Camps an einer Halterung montiert, bin dann so ein bisschen gelaufen. Ist alles ohne Ton, dass ihr euch nur aufs Bild konzentrieren könnt, weil der Ton ist vergleichbar bei den zwei Camps. Also bei der Sony und bei der GoPro, nimmt sich nicht viel. Die Mikros sind bei beiden Camps top. Wie gesagt, ein Unterwassertest, ein Stehtest, der kommt ganz zum Schluss. Am Anfang ein Lauftest mit Lowlight-Verhalten, also durch den Tunnel, den ihr öfters schon in meinen Kameravideos gesehen habt. Ja, wie gesagt, danach Wassertest, danach Stehtest. Ton, wie gesagt, habe ich mir jetzt gespart, weil das macht nicht viel Unterschied. Wäre Quatsch, das noch zu machen. Und ja, wie gesagt, das dann hier im Anschluss, wenn ich hier fertig bin mit Labern. Ich zeige euch mal so noch so ein paar Dinge, die mir negativ und positiv auffallen bei beiden Camps. Also als erstes ist ja schon mal die Grundform an und für sich ist bei der GoPro ein bisschen besser. Ihr habt mehr Möglichkeiten, sie sauber zu montieren, zum Beispiel ist am Auto oder was auch immer, weil die längliche Form von der Sony lässt da nicht viel Spielraum. Ja, von der Handhabung sind beide gleich scheiße, sage ich es ganz ehrlich. Also die GoPro ohne Display, ich habe jetzt beide Stock, so wie man sie bekommt, extra jetzt verglichen. Ist bei beiden, es geht, aber es ist halt umständlich. Mit App ist es natürlich deutlich besser. Aber ja, wie gesagt, die Grundeinstellung davon mit diesen kleinen Displays ist echt für den Arsch. Ist einfach so. Aber das muss man halt so hinnehmen, wenn man eine kleine Kamera haben möchte. Dann muss man halt Abstriche machen. Es ist halt einfach so. Ja. Kommen wir mal weiter zu den Gehäusen selber. Hier haben wir hier hinten den Akku und den Slot. Bei der GoPro ist es unten drunter. Habe ich euch ja schon mal gezeigt gehabt. Das ist eigentlich egal. Das macht keinen Unterschied großartig. Akkus an und für sich ist der von der Sony besser. Der hält deutlich länger als der von der GoPro. Ist auch ein Vorteil. Was kann man noch sagen? Die Linsen nehmen sich nicht viel, sind glaube ich sogar beides Carl Zeiss Optiken, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wage ich es nicht mehr anzumutmaßen, was da jetzt bei der GoPro eingebaut ist, weil da sieht man nichts. Hier ist auf jeden Fall eine Carl Zeiss Optik drauf. Ist ja immerhin deutsche Qualität. Zu den Unterwassergehäusen noch schnell, ehe ich es vergesse. Das Unterwassergehäuse von der GoPro ist deutlich besser. Erstens könnt ihr hier alle Tasten erreichen, die ihr auch so erreichen könnt. Was ein Riesenvorteil ist, dann ist das Gehäuse von der GoPro richtig straff. Man merkt, dass man die Dichtung beim Zumachen richtig presst. Das Lustige ist aber, das GoPro-Unterwassergehäuse ist 40 Meter wasserdicht und das von der Sony ist 60 Meter wasserdicht. Was ich mir aber, weiß ich nicht, hier ist nur eine Mini-Dichtung und es geht richtig. Das ist richtig locker. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gehäuse hier 60 Meter wasserdicht ist. Okay. Getestet habe ich es nicht. Werde ich auch nicht. Aber ja, egal. Weiter zum Gehäuse. Wie ich gerade schon gesagt hatte, bei der GoPro kann man alle Tasten bedienen. Im Gehäuse bei der Sony nicht. Ihr habt nur einen Holt-Schieber, der hier hinten dann das hier nach rechts und links schiebt und die Aufnahmetaste. Das war's. Des Weiteren ist bei der Sony nicht so cool, dass durch die Wärmeentwicklung der Cam selber ist ja logisch, wenn man hohen Auflösungen und hohen FPS arbeitet, dass die Cams warm werden. Vollkommen logisch. Aber bei der Sony beschlägt das dann ständig. Da muss man immer gucken, ist es beschlagen, dann wird das Bild milchig, dann muss man es aufmachen, abwischen, bla bla bla. Das ist halt nervig. Das passiert bei der GoPro nicht. Ich habe die GoPro jetzt schon einige Male getestet gehabt. Das funktioniert nicht.
Dann bei beiden habt ihr, die sind halt komplett nackig. Ihr habt keine Möglichkeit, irgendwas dran zu schrauben. Das war bei der Cam One zum Beispiel anders. Da habt ihr hier unten ein zöllisches Gewinde gehabt für Stative. Das habt ihr bei diesen beiden nicht. Dafür hat das die Sony hier unten drin. Ist ein Gewinde für eine Stativhalterung. Das habt ihr bei der GoPro nicht. Da müsst ihr euch so einen Adapter hier kaufen. Der kostet irgendwie 2 Euro oder sowas. Oder 1,50 Euro. Ist also nicht viel, aber muss man extra kaufen. Wo wir gleich beim richtigen Thema sind, Zubehör. Zubehör seid ihr bei der GoPro deutlich besser dran. Die GoPro ist verbreiteter als die Sony. Sprich, ihr bekommt viel, 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 viel mehr Zubehör und auch billiger. Warum billiger? Ganz einfach, die Nachfrage ist höher. Das heißt, viele Drittanbieter stellen Zubehör für die GoPro her. Es gibt auch einiges für die Sony. Habe ich ja auch damals mir zugelegt. Das war aber auch bloß ein GoPro-Set mit Adapter für eine Sony. Ja. Wenn ihr auf die Sony-Webseite geht und danach Zubehör sucht, findet ihr auch einiges. Aber die Preise sind doch extrem, finde ich. Also, ist halt preislich echt teurer als bei der GoPro, was komisch ist. Also in der Anschaffung ist die GoPro natürlich deutlich teurer als die Sony. Aber wenn ihr Zusatzzubehör oder sowas benötigt, seid ihr bei der GoPro echt billiger dran. Ja. Von Bildqualität und sowas könnt ihr euch gleich selbst überzeugen. Ich habe beide gleich eingestellt, 180p, 60 FPS. Bei der Sony Bildstabilisator ausgemacht, dass die Chancengleichheit bleibt. Alles Stock. Wie gesagt, 1080p, 60 FPS. Könnt ihr euch gleich selber davon überzeugen. Muss jeder für sich selber entscheiden. In dem Preissegment, wo sich die Sony bewegt, ist sie unangefochten die Nummer 1. Es gibt keine bessere Cam für diesen Preis. Ist einfach so. Diese SJ5000, was weiß ich, das Ding, das kann damit nicht mithalten. Keine andere Cam. Also die bekommt man ja teilweise so für 140, 150 Euro die Sony. Wenn man jetzt nur hin und wieder Actionaufnahmen machen will oder Onboard-Aufnahmen oder was auch immer, ist man mit der Sony gut bedient auf jeden Fall. Ja, GoPro ist dann halt, wenn man ein bisschen mehr machen möchte oder ein bisschen professionellere Aufnahmen machen will oder mehr Zeitlupen oder was auch immer, kommt man halt leider an der GoPro nicht vorbei. Tja. Ich habe mich auch lange davor gesträubt, aber tja, leider ist es nun mal so. Qualität hat ihren Preis. Da muss man dann in den sauren Apfel beißen, wenn man das so möchte. Fällt mir jetzt noch was ein? Ja, eigentlich nicht. Das war es eigentlich soweit. SD-Karten, ja, ist bei beiden gleich, bis 64 GB. Class 10 sollte es schon sein, wenn man Full HD in 60 FPS haben möchte. GoPro schreibt einen ja da bestimmte vor, aber die hatte ich schon, bevor ich die GoPro hatte. Also die gleiche SD-Karte hatte ich schon in der Sony drin. Von daher musste ich mir da jetzt nicht extra noch was zulegen, aber tja, ich würde sagen, ich verabschiede mich. Jetzt könnt ihr euch überzeugen von der Bildqualität unter Wasser im Stehen und im Laufen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.